In Teams eine Aufgabe lösen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Wenn ich in verschiedenen Gruppen, also Teams, unterwegs bin, dann stünden hier mehrere solche Symbole, dann könnte ich alle Aufgaben aus all diesen Teams hier aufrufen, bei Aufgaben. Aber mich interessiert ja nun einfach, welche Aufgaben ich hier in diesem Team habe. Ich klicke also auf das Symbol und wähle hier Aufgaben. Je nach Ansicht befindet sich das Aufgabenregister nicht hier links, sondern hier oben. Also ich gehe zu Aufgaben und hier befinden sich die zugewiesenen Aufgaben und jene, die ich bereits erledigt habe, befinden sich dann hier. Ich klicke auf Aufgabe. Hier unter Referenzmaterialien befindet sich das Aufgabenblatt. Also hier stehen die Aufträge drin. Und an diesen beiden Dateien kann ich nachher direkt arbeiten. Wenn ich dann fertig bin, gebe ich hier oben meine Aufgaben ab. Ich würde so vorgehen. Ich würde hier das Aufgabenblatt herunterladen und separat öffnen. Also ich gehe auf diese drei Punkte, herunterladen. Wo ist es nun? Bei mir im Chrome-Browser befindet sich nun dieses Aufgabenblatt hier unten. Ich klicke hier drauf, dann öffnet sich Word mit dem Aufgabenblatt hier. Ich parkiere nun dieses Aufgabenblatt beim Minimieren-Strich und bin nun wieder zurück bei den Aufgaben. Diese Aufgaben hier, die kann ich wirklich direkt gerade bearbeiten. Also klicke mal auf diese Excel-Datei. Die Datei öffnet sich online und ich könnte bereits hier bearbeiten. Aber bearbeiten Sie nie hier, denn die Werkzeuge hier sind nicht so komfortabel wie in der lokalen Version. Ich gehe hier auf Bearbeiten, in Desktop-App öffnen, ja, hier in Excel öffnen und ich würde hier den Haken setzen, dass diese Frage nicht jedes Mal erscheint. Excel öffnen. Ich ändere nun hier irgendetwas an dieser Excel-Datei. So, und da noch etwas. So. Jetzt bin ich fertig mit meiner Arbeit. Ich bräuchte hier nicht einmal zu speichern, denn ich sehe an diesem Rundum-Pfeil, dass ich immer noch Kontakt habe mit dem Online-Teams. Also ich kann hier Excel schließen. Was passiert? Hier mit der Bearbeitung fortfahren. Ich weiß nicht recht, was ist denn hier? Mit hier ist gemeint online. Jawohl, hier fortfahren. Teams lädt diese Excel-Datei neu. Und meine Einträge sind nun auch online. Ich sehe, dass ich online bin an diesen Registern hier. Also ich habe hier immer noch Microsoft 365, hier bin ich bei Teams unterwegs. Und jetzt schließe ich diese Datei und könnte sie bereits abgeben, aber ich habe da ja noch eine weitere Aufgabe. Also öffne ich jetzt diese Datei, die habe ich ja vorhin bereits heruntergeladen, hier in Word. Ich lese die Aufgabe, parkiere dieses Word wieder und löse nun noch die Word-Aufgabe, schließe die wieder und, nein, ich gebe noch immer nicht ab, denn hier könnte ich noch eine eigene Datei anfügen. Wann füge ich eine eigene Datei an? Zum Beispiel, wenn dieses Öffnen direkt nicht funktioniert, dann könnte ich nämlich diese Datei auch herunterladen, lokal bearbeiten und nachher wieder anfügen und dann abgeben. Oder einfach so noch eine Datei anfügen, die hier noch gefehlt hat. Also anfügen von diesem Gerät. Ja, vielleicht ein Bild. Klick darauf, öffnen. Gut, das wird einfach angefügt. Und hier ist das Bild, das wird eben hochgeladen. Und jetzt gebe ich diese Datei ab. Abgeben. Ja, wunderbar. Und die Sache ist erledigt. Ich kann zurückgehen oder man sieht hier, Aufgabe rückgängig machen und man könnte nochmals daran arbeiten und dann die Datei nochmals abgeben. Ich gehe jetzt nun aber zurück und tja, hier sind keine Aufgaben mehr zu finden, denn die ist ja jetzt erledigt und die steckt jetzt hier drin. Das war's.